Fischleder sieht exotisch aus, kommt aber von ganz gewöhnlichen Fischen wie Lachs, Dorsch oder Barsch. Anne-Katrin Döll setzt mit ihrem Label Rothöll ganz auf Produkte aus Fischleder. Die stellt sie in ihrem Studio in Leipzig selbst her. Den Rohstoff entdeckte die Designerin zufällig auf Island. Dort lebte sie ein Jahr lang ganz in der Nähe einer Fischlederfabrik. Jede Fischhaut, also selbst auch innerhalb der Art, ist für sich eigentlich ein Unikat, sehr besonders. Und dann ist es auch zum Zweiten, was ich sehr mag, die Haptik. Also man hat wirklich das Gefühl, so etwas in der Hand zu haben, so, was so zwischen Seide und Papier irgendwie changiert. Und trotzdem, ja, es ist hauchdünn, es fühlt sich seidig an und trotzdem ist es so robust. Deshalb kann Anne-Katrin Döll aus Fischleder auch alle möglichen Produkte machen. Der Designerin gefällt aber nicht nur die Optik und Beschaffenheit, sondern auch die Nachhaltigkeit des Materials. Denn es wird aus Fischhäuten gemacht, die sonst in großen Fabriken im Abfall landen würden. Jede Fischart bringt außerdem ganz spezielle Eigenschaften mit. Der Lachs ist in sich auch, was die Verteilung der Schuppen angeht, hier sieht man ja das Seitenlinienorgan, ist der sehr regelmäßig, sehr artig, sehr klassisch. Ja? Also damit kann ich auch sehr klassische Handtaschen fertigen, währenddessen der Dorsch doch irgendwie eine Eigensinnigkeit besitzt. Und das mag ich eigentlich auch sehr. Fischleder ist ein Nischenprodukt und wird das wegen der hohen Kosten von gut 300 Euro pro Quadratmeter wohl auch bleiben. Seine spezielle Optik und seine vielfältigen Verwendungsmöglichkeiten reizen aber immer mehr Designer und Modemacher, damit zu experimentieren. Die Firma Nanay, eine gute Autostunde südlich von Leipzig. Hier wird das Fischleder gefertigt, aus dem später wiederum Produkte wie diese gemacht werden. Aber bis aus Fischhaut Fischleder wird, braucht es einige Arbeitsschritte. In solchen Trommeln werden die Fischhäute gegerbt. Zu diesem Zeitpunkt wurden sie bereits entfleischt und entschuppt. Dadurch verlieren sie ihren fischigen Geruch. Als Gerbstoffe dienen rein pflanzliche Substanzen aus Baumrinde. Sie sind besonders schonend. Die sonst in der Industrie häufig genutzten Chromsalze würden die Fischhaut zerstören. Fischhäute sind zwar von Natur aus reißfester, als viele denken würden, trotzdem muss das Gewebe durch das Gerben stabilisiert werden. Anschließend werden einige Häute gefärbt, je nach Kundenwunsch. Fürs Trocknen werden die Häute lediglich glatt gestrichen. Das unterscheidet die Fischlederverarbeitung von anderen Produktionen, bei denen das Leder fürs Trocknen oft gespannt wird. Dafür wäre Fischhaut zu empfindlich. In solchen Maschinen wird das getrocknete Leder wieder weich gemacht. Anschließend kann es je nach Kundenwunsch glänzend lackiert oder zu größeren Stücken zusammengenäht werden. Firmengründer Holger Hein steckte mehrere Jahre in die Entwicklung des richtigen Herstellungsverfahrens. Sein Leder hat für ihn einen entscheidenden Vorteil gegenüber Konkurrenzprodukten. Wenn Sie das von der Optik her schon betrachten, dann hat es ja irgendwo einen exotischen Charakter, das Produkt. So ein exotischer Charakter denkt jeder an Schlange und Krokodil. So Schlange, Krokodil, Nachhaltigkeit? Nein. Wegen unserem Material wird kein einziges Tier getötet. Also bei uns ist es wirklich eine Abfallverwertung, die wir führen. Und deshalb schließen wir hier mit diesem ökologischen Kreis. Designer wie Anne-Katrin Döll bearbeiten das fertige Fischleder meist in Handarbeit. So kostet eine fertige Tasche von Rothöll am Ende mehrere hundert Euro. Ich habe danach eine Tasche, die erstens eigentlich mich selber vielleicht noch überleben könnte. Also sie ist dadurch, dass es wirklich handwerklich gefertigt ist. Ich verwende einen sehr guten Garn, gute Leder, guten Kleber. Das ist etwas, diese Tasche bleibt sehr lange erhalten. Nachhaltig, langlebig und etwas Besonderes. Fischleder ist ein Material, das mit vielen positiven Eigenschaften glänzt.